Servus Leute, euer Shady von Domino Duo. In dem Video dreht sich um das legendäre Artefakt, was man in Skyforge auf der PS4 kriegen kann. Wie ihr im Hintergrund seht, habe ich das Ganze auf Insel Oki gemacht. In dem Fall ist bei mir das 12.5er gedroppt bei einem Schwierigkeitsgrad von 2 Blitzen. Das Ganze soll auf jeden Fall, und ich denke mal, es war bei mir auch so gewesen, ich habe mal gerade 7 Tries gebraucht, einfacher sein, wenn ihr das Ganze bei dem Zusatzboss unten, also diesem dritten Boss, den man auf Insel Oki machen kann. Hier im Video seht ihr nochmal, wo man langläuft, um zu dem zu kommen. Die Dropchance soll ziemlich hoch sein. Also Leute, die haben es im First Try bekommen. Wie gesagt, ich habe einen 7. Try gebraucht. Aber das ganze Ding kann auch woanders droppen. Also jemand hat das gestern von uns in Fabrik bekommen. Wir hatten auch schon Jobs auf der Roten Küste. Aber die höchste Wahrscheinlichkeit ist wirklich auf Insel Oki beim Zusatzboss. Habe ich auch nicht geglaubt, wurde gestern Besseres belehrt, deswegen. Jo, das würde ich sagen, viel mehr zu dem Artefakt gibt es gar nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen zu dem legendären Artefakt habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall versuchen, auf jedes Kommentar einzugehen. Falls das Video euch geholfen hat, würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen oder vielleicht auch ein Teilen, wie ihr das Ganze möchtet. Was ich am Ende noch sagen kann, also das Item kann auch in verschiedenen Stufen droppen, also 100, 300, 3500, 6000, 9000, 12500, also diese Machtstufen. Ich würde euch empfehlen, zumindest die 9000er Variante oder auch die 12500er Variante zu fahren, sogar eher die 12500er, die man ab 2 Blitze, bei Insel Oki bekommen kann. Weil wenn ihr es vorher schon farmt, ärgert ihr euch später, dass ihr halt nicht so eine hohe Variante habt. So, da würde ich sagen, das war's jetzt schon und ich verabschiede mich. Bis dann, euer Shady. Tschüss.